Hallo Leute! Oh. Der dritte Teil unserer Weihnachts-Special-Serie. Geil! Wir sitzen immer noch hier draußen. Heute ist der zweite Weihnachtsfeiertag. Ja, wir haben schon wieder Hölzer nachgelegt, wie man sieht. Ja, und langsam kriegen wir Hunger. Deswegen gibt es schön Knüppelteig, weil wir noch nicht genug gegessen haben letzten Tage. Ja, die Klöße waren eindeutig zu wenige. Das stimmt allerdings. Es haben ja schon einige von euch diesen Hashtag Petersilienhexe gesetzt. Jo, ja, schön. Ah, schön auch dran denken. So. Wer es noch nicht gemacht hat, Hashtag Petersilienhexe und den Kanal abonnieren. Dann könnt ihr ein richtig geiles T-Shirt gewinnen. Es gibt nichts zu kaufen. Genau, es gibt so bei uns. Ja. So, Weihnachten ist fast vorbei. Heute gibt es den zweiten Teil der lustigen Outtakes 2018. Alter, musst du schon ein bisschen aufpassen. Ne? Der zweite Teil. Du hast so viel Glühwein gesoffen. Ja, gestern. Deswegen ist der alle gewesen. Ach, hör doch auf. So ein dummes Gesaier. Alles klar. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal! Mach's gut! Ciao, bis zum nächsten Mal! Los geht's mit unserem Jahresrückblick 2018. Wir beginnen mit nie veröffentlichten Filmen, 10 internen Memos und Trailern. Es gab verschiedene Gründe, warum so manche Filme nichts am Ende geworden sind, aber lustig war es auf alle Fälle. Schön dranbleiben! Schon wieder total durchgeschwitzt. Das Training beginnt. 5 Wochen Zeit. Es wird Zeit, dass ihr eure Ärsche bewegt, ihr lahmen Säcke. Aber erstmal eine schöne Mio-Mate genießen. Oh, herrlich. Alles klar, Josef, wir müssen was machen. Vor allem müssen wir Kurzsprints üben. 100 Meter Sprints steil bergauf. Am besten gleich hier hinter mir. Richtig kleine Hänge hoch. Wir müssen nämlich Hase und Igel spielen. Du weißt was, Schmähne, gell? Wir gewinnen das Ding. Servus, wir sind wieder da. Hallo. Heute mit ein bisschen sportlicher Aktivität. Wir laufen heute die 100 Kilometer Saalhorizontale in Jena. Oh Mann. Das wird tot. Das wird mega geil, wird das. Ja, das wird Landschaft, das werden Wälder, das werden Aussichten, das werden reisende Bäche. Vor allem werden wir 20 Blut. Mal sterben. 20 Mal sterben und immer wieder leben. Wir sind alles Katzen. Grabstein ist gemeißelt zu Hause. Alle wissen Bescheid. Jo. Wir haben heute noch einen kleinen Gast mit am Start. Sterbe! Miete! Das ist unser Motivationsbärchen. Extra angeheuert für die Tour. Wenn irgendeiner von uns nicht mehr kann, wird er getragen. Von Ihnen? Ja. Mach ich. Oder hinterher geschliffen. Ja, am Ohrläppchen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt vor Ort und es geht gleich los. Es ist gleich 18 Uhr, Start. Jo, dann geht das. Wir haben 24 Stunden Zeit. Für 100 Kilometer. Für 100 Kilometer. Achtung, gleich geht's los. Reise, mach die Kamera an. Nico. Ja, ist doch Land, Mann. Ja, nicht so rum. Du bist so ein Gruppen, Junge. Der Gruppi ist da drüben. Mach deine Kamera an. Willst du einmachen, ja? Nee, was nicht. Also hol du mal. Ich hab jetzt die Zeit noch eingeschaltet. 10 Sekunden wieder. Und das war der offizielle Startschuss. Allen alles Gute auf der Strecke. Und wir hoffen, dass wir morgen uns gesund wiedersehen. Wir haben es geschafft. Genau, ihr macht das mal. Ihr macht das mal. Auf Werbung. Große Doppelbank. So, erstmal mit einem schönen Radeberger Werbung machen. Oh Mann, das war eine krasse Tour. Am Ende hat es nur unser Tino geschafft, die 100 Kilometer abzulaufen.
18 Stunden, 40 Minuten hat er gebraucht. Riesenrespekt fürs erste Mal. Nicht schlecht. Wir anderen drei mussten leider abbrechen, da Josef nichts zu essen dabei hatte und ja, einen Weg nicht nach Hause gefunden hat. Im Sommer ging es dann weiter mit unserer epischen Story. Action! Action! Und Action! So Leute! Action! 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 Kamera läuft! Kamera läuft! Kamera läuft! 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 Ruhe am Set! Alter. Josef, vor allem ein Tier wird jetzt nass, ne? Naja. Jetzt sind wir hier. Alter. Die Sonne ist gleich weg. Josef, ich. Scheiße. Wenn ich hochkomme und brille, ich sehe nicht. Ich mach irgendwie so und versuche dich zu krallen. Ja. Ich kann auch noch entgegenspringen. Ja. Und dann lässt du einfach mit fallen. Ihr müsst das jetzt filmen. Wir haben nicht viele Möglichkeiten. Josef ist nur einmal trocken. Los, die Sonne ist gleich weg. Die einzige Chance. 3 Minuten noch. Das ist schon zu spät. Also, ich komme so ran. Ja. Nehm dich so. Und wo werfe ich dich hin? Na, hier hin. Nach hinten. Also, ich mach so hier, so. Ja, und du fällst da hinten rein. Alles dann schrei ich ein bisschen am Fließ oder was? Okay. Genau. So, also ich nehme jetzt auf. Ja. Okay. Warte. So, und jetzt. Los, Josef. Warte. Los. Scheiße. Ich weiß. So, also mehr mach ich nicht, gell? Sieht mein Penis groß aus? Ja. Sieht aus, als ob du den Buggy hast. Ja. So, Kamera läuft. Warte, geh hin, warte. So, ich schreie noch. Alter, pass auf! Hinterher und sowas. Und Action! Scheiße, pass auf! Ah! Ruhe am Set, Action! Action! Jetzt hat wirklich meine Mütze. Da, meine Mütze ist da. Ja, der Sommer war sehr interessant. Was für ein kranker Scheiß. Im Herbst standen dann Lost Places im Mittelpunkt unserer Abenteuer. Schon ganz schön gruselig hier. So, ne? Also blutverschmierte Schriften. Wir müssen nochmal zurück. Ich glaube, ich habe mein Handy verloren. Also Geister, so ein Scheiß gibt es natürlich nicht. Sieht schon echt krass aus. Da vorne ist der Ausgang. Da vorne ist der Ausgang. Aber hier könntest du was reinwerfen wie Pippin damals im Moria, weißt du? Hier ist ein großer Stein. Das sind die Orks kommen. Oh, hier auf dem Dachbodenfund. Ein alter Klassiker. Herrlich. Vor allem hier auf die Federn, die gehen bestimmt noch. Oder bald. Ricardo, und dann mach ich mit auf.
Alles klar. Hallo Leute! Heute gibt es wieder einen wunderschönen Lost Place. Ich bin hier in dem alten Krankenhaus mit Ricardo, aber ich habe ihn leider verloren. Ich weiß nicht, wo er hin ist. Im Erdgeschoss ist er nicht. Ich werde jetzt nochmal hochgucken, ob ich ihn jemals wiederfinde. Ich weiß es nicht. Bleibt dran! Bis gleich! Und an der Tür steht Danger. Geh hier nicht rein. Wir machen es trotzdem mal. So, sag mal Tschüss von Bord. Pause ist vorbei. Also ich finde ja immer, das ist immer das Beste an der ganzen Sache. Was? Außen. Ja, das stimmt. Pause wird nicht bezahlt, weiter jetzt. Ja, das Lager der Kupferdiebe. Jetzt geht's los nach dem Ding. Lass mal, jetzt kommt das Intro. Das Intro ist vorbei und jetzt geht's los. Alter. So eine Scheiße. Ciao, ciao vom SED Winterpalast. Tschüssi. Herrlich. Auf Lost Places weiß man immer nie, was einen so erwartet. Das sind immer ganz besondere Abenteuer. Ja, im Winter beginnt dann bei uns traditionell die Bushcraft-Zeit. Es wird Zeit für Übernachtungen im Wald. Arbeiten mit der Axt, mit der Säge. Eigentlich die schönste Zeit des Jahres. Kilo Gepäck für 4 Tage im Wald. Wir sind Bushcrafter. Wir machen Ultra Heavy Tracking. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht hier in unserem Camp, was wir noch alles Tolles bauen wollen, vergesst nicht zu abonnieren. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche, oder? Macht's gut. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. So Leute, das war's. Das war der Jahresrückblick 2018. Wir machen das schon viele Jahre zusammen, wir 4 Chaoten. Allerdings war 2018 das erste Jahr, wo wir angefangen haben, Kameras mitzunehmen, um unsere Abenteuer festzuhalten, um sie mit euch zu teilen. Es hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben viele neue, tolle Erfahrungen gesammelt. Es war nicht immer ganz leicht, manchmal ein bisschen stressig, aber das Endergebnis zählt allein. Wir hoffen, es hat euch immer viel Spaß gemacht, dabei zu sein auf unseren Touren. Und ich denke mal, im Jahr 2019 wird es dann weitergehen. Feiert noch schön Weihnachten, rutscht gut rein, kommt gut ins neue Jahr. Wir sehen uns dann 2019 bei neuen Abenteuern. Ciao, ciao!